So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie man unschwer erkennen kann. Der Motor ist draußen und hier neben mir befindet sich der neue Motor. Ich zeige euch jetzt am neuen Motor gleich mal ein paar Schwachstellen und Krankheiten, solange er noch ausgebaut ist und die Sachen sich leicht tauschen lassen. Und heute geht's los mit der Ölfilter-Gehäusedichtung, bzw. der Ölfilter-Bock-Gehäusedichtung. Das ist eine sehr weit verbreitete Krankheit bei den M54-Motoren, also 330, 325, 320 und so weiter. Wenn die Dichtung durch ist, dann hat man massiven Ölverlust und das Öl läuft dann runter Richtung Ölwanddichtung und läuft auf die Ölwanddichtung drauf. Und daher wird von vielen Werkstätten auch die Ölwanddichtung diagnostiziert, auch wenn es gar nicht die Ölwanddichtung ist, sondern eben meistens die Ölfilterbockgehäusedichtung. Und wenn man die Ölfilterbockgehäusedichtung tauscht, dann ist es halt gleich viel weniger Aufwand, wie wenn man jetzt die Ölwanddichtung tauschen muss. Und heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man die Dichtung tauscht. Zuerst mal könnt ihr hier sehen, was ihr braucht. Ein 19er Gabelschlüssel, zwei Schraubenzieher oder einer reicht auch. Dann einmal eine 17er Nuss, ein 50er Torx, eine 13er Nuss und eine 16er Nuss. Verlängerung, Adapterstück, je nachdem wie ihr arbeiten wollt. Und eben ganz normale Rädchen. Also die Nüsse sind eigentlich das Wichtigste, beim Rest kann man auch mit Verlängerungen, Adapterstücken hin und her wechseln. Genau, das braucht ihr alles dafür. Also wie bereits gesagt, die Ölfiltergehäusedichtung sorgt dafür, dass der Motor extrem viel Öl verliert. Das Öl läuft dann, also hier ist oben der Ölfilter drin. Das Gehäuse ist dann diese Einheit hier, sitzt so am Motor hier dran. Und hier vorne sieht man die Dichtung, die hier. Und die Dichtung ist mit der Zeit total flach gedrückt. Das kann man auch erkennen, ich blende es gleich ein, dass die Dichtung bei manchen Extremfällen sogar weniger hoch ist, wie das eigentliche Metall hier, und dadurch läuft es hier dann raus. Die Dichtung selber kostet nicht mal 10 Euro bei BMW und genau, jetzt zeige ich euch, wie man das Ding tauscht. Normalerweise baut man den Motor für so ein Geschäft natürlich nicht aus, man macht es normalerweise im eingebauten Zustand. Wir haben den Motor jetzt sowieso ausgebaut, weil das der neue Motor für das Auto ist, der alte hat den Motorschaden, deswegen kann ich es euch jetzt schon mal ganz schön im ausgebauten Zustand zeigen. Und wir beginnen jetzt mal, indem wir den Keilriemen runter machen. Dazu nehmen wir einen 50er Torx, setzen einmal hier vorne an und drücken die Spannrolle nach unten und nehmen den Keilriemen runter. Und einmal setzen wir hier an der Spannrolle an, gleicher Torx, drücken sie auch weg und nehmen an einer beliebigen Position ebenfalls den Keilriemen runter. Wenn ihr den Keilriemen weiterverwenden wollt, dann tut euch die Laufrichtung am besten aufzeichnen mit Kreide oder so. Als nächstes mache ich den Servoölbehälter weg, ist eine 13er Nuss. Der hängt dann logischerweise unten an der Servopumpe noch dran. Als nächstes wird die Lichtmaschine weggemacht. Dazu am besten hier hinten erstmal den Luftführungskanal wegmachen. Und als nächstes hat hier vorne an der Umlenkrolle eine Abdeckung dran. Mit dem Schraubenzieher einfach die Abdeckung runterhebeln. Und anschließend hier vorne die Schraube und hier unten die Schraube rausmachen. Am besten die Schraube noch nicht ganz rausdrehen und erstmal noch die andere aufmachen. Dann sitzt die Lichtmaschine noch schön fest. Beim Wiedereinbau von der Umlenkrolle hier auf jeden Fall darauf achten. Die hat hier dran eine Nase. Und die Nase muss hier wieder in die Führung rein, in die Nut. Nicht, dass ihr das irgendwie falsch einsetzt.
Als nächstes hat sie hinten dann auf der Rückseite eine 18er Nuss noch, eine 18er Schraube. Die müsst ihr auch aufmachen. Das ist der Pluspol von der Lichtmaschine. Wenn ihr es im eingebauten Zustand macht, auf jeden Fall die Batterie abklemmen vorher. Hier das Kabel weg und dann am besten die Mutter gleich wieder ansetzen, damit sie nicht verloren geht. Und hier hinten den Stecker dann auch noch ausstecken. Anschließend dann die Schraube vorne noch vollends rausdrehen, Lichtmaschine schon mal gegenhalten, dass sie nicht runterfällt. Dann die Schraube rausnehmen und anschließend die Lichtmaschine dann abnehmen. Als nächstes entferne ich die Servopumpe. Ganz wichtig, die Servopumpe ist mit drei Schrauben festgemacht. Einmal hier und hier hinten nach oben rein noch eine Schraube. Die darf man auf keinen Fall vergessen. Da habe ich auch selber schon an der Servopumpe rumgehebelt und mich gefragt, warum sie nicht weg will. Und dann, ja, die Schraube gerät manchmal in Vergessenheit. Einfach darauf achten. Die Schrauben sind auch unterschiedlich lang, genauso wie bei der Lichtmaschine. Passt darauf auf, dass ihr nachher die richtigen Schrauben wieder richtig einsetzt. Und ja, hierbei handelt es sich um eine 13er Nuss. So, das ist die Schraube von hinten und dann kann man jetzt an der Servopumpe schon rütteln und die Schrauben noch vollends rausmachen. Die kürzere ist hier auf der Innenseite und die längere ist hier auf der Außenseite. So, nun haben wir es fast geschafft. Jetzt ist nur das eigentliche Problem ist freigelegt. Hier sitzt der Ölfilter drin und hier ist das ganze Gehäuse an Block dran geschraubt. Das sind jetzt 6 Schrauben. Wir machen die 6 Schrauben jetzt raus und wir haben noch 2 Stecker dran. Die stecken wir vorher aus. Einmal hier den Stecker und einmal hier hinten dran den Stecker. Und anschließend haben wir noch eine Ölleitung. Hier hinten drin ist die Ölzuleitung, die schrauben wir auch noch weg und genau, ich fange jetzt mal an, die Schrauben aufzumachen. Bei den Schrauben ist es wichtig, dass ihr euch auf jeden Fall die ganzen Schrauben markiert. Ich bin jetzt mal mit der Ölleitung da hinten, die sieht man jetzt ein bisschen schlecht auf jeden Fall. Hier hinten dran ist eine Ölzuleitung, das ist die, die von hier oben runterkommt. Das ist eine 19er Schraube, die müsst ihr aufmachen. Kann sein, dass ein bisschen Öl rauskommt. Also vor allen Dingen, wenn ihr Motoröl noch drin habt. Bei dem hier ist jetzt alles leer. Und da sind 2 Dichtringe drauf. Einer hier an der Schraube unten dran. Das ist die Schraube. Und einer sitzt logischerweise auf der anderen Seite von der Zuleitung. Schaut halt, dass ihr den nicht fallen lasst. Hier. Und die Dichtringe auf jeden Fall erneuern. Und als nächstes geht es bei den Schrauben weiter. Genau. Wie gesagt, markiert euch auf jeden Fall, welche Schraube welche ist. Es sind insgesamt 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sobald ihr dann alle Schrauben draußen habt, könnt ihr das ganze Gehäuse wegnehmen. Und dann sieht man jetzt hier auch schon schön, hat schon ein bisschen rausgesifft. Natürlich ein Teil ist jetzt auch frisches Öl, weil ich es ja gerade weggemacht habe. Aber also normalerweise, wenn die Dichtung wirklich schlimm und kaputt ist, dann ist hier alles richtig schön schwarz. Ja, man sieht es auch. Also war schon Zeit, dass man sie getauscht hat. Ist meistens in der Regel so, dass die kaputt gehen. Als nächstes haben wir jetzt hier das ausgebaute Gehäuse. Und hier ist die alte Dichtung jetzt noch drin. Bei uns kann man sie von Hand rausziehen. Manchmal braucht man aber auch, wenn sie schwer geht oder wenn sie total reingeklebt ist, einen kleinen Schraubenzieher. Und tut sie dann ganz vorsichtig ein bisschen hier raushebeln. Betonung liegt wirklich auf ganz vorsichtig, dass man eben nichts kaputt macht. Und sieht man zwar auf dem Video jetzt nicht, aber man kann hier in echt ganz deutlich sehen, dass die Dichtung richtig flach gedrückt ist hier. Wenn man die jetzt mit der anderen Dichtung vergleicht, die ist noch viel, ja, sagen wir mal ein bisschen spitzer. Anschließend, wenn die Dichtung draußen ist, hier alles ein bisschen reinigen. Wir nehmen jetzt ein bisschen Bremsenreiniger. Schaut halt, dass kein Zeug da reinfällt. Und anschließend dann die neue Dichtung nehmen und schön hier ansetzen und überall reindrücken. Genau, und schon ist die neue Dichtung drin. Jetzt geht der Einbau in umgekehrter Reihenfolge wieder los. Bevor ich alles wieder zusammenbaue, tue ich natürlich hier auch noch ein bisschen putzen. Einerseits natürlich die Stelle, wo dann das Gehäuse wieder draufgesessen wird, damit nachher alles schön plan ist. Da ist auch so ein bisschen so Körnerwarm da drin, also ein bisschen Abrieb oder ein bisschen Dreck, der von oben reingefallen ist. Das alles schön putzen und halt auch schauen, wenn irgendwas innen reingefallen ist, dass man das auch ein bisschen rausputzt oder so. Und wer will, kann das jetzt noch ein bisschen zumachen mit Papier, also ein bisschen Papier reinstopfen oder so. Und kann drumherum auch noch ein bisschen putzen, damit es eben schöner aussieht. Muss man nicht machen, aber ja, kann man natürlich machen. Anschließend, wenn ihr alles so gereinigt habt, wie ihr es haben wollt, nehmt ihr eine Schraube zur Hand und das ganze Gehäuse wieder. Und setzt dann das Gehäuse wieder an. So, schon sitzt. Eine Schraube reindrehen zur Fixierung, dass nichts runterfallen kann. Und nun einfach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, die Schrauben wieder reindrehen, hinten die Ölleitung auf gar keinen Fall vergessen, dann die Stecker wieder einstecken, Lichtmaschine wieder dranbauen, wie gesagt, einfach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder dranbauen.